Freunde, das Game, was wir heute zocken, kommt zwar erst am 25. Oktober, also in anderthalb Monaten, offiziell auf den Markt, aber trotzdem wollte ich mit diesem Video Call of Duty Black Ops 6 zum ersten Mal auf meinem Kanal begrüßen. Wir werden heute zusammen die Beta zocken. Ich habe schon im Stream, in zwei Streams die Beta gezockt und ich möchte jetzt einfach nochmal ein letztes Mal mit euch zusammen im Video die Beta zocken und euch auch einfach so ein bisschen was erzählen, was ich mit meinen zwei ersten Streams erlebt habe und was ich mir von dem Game noch erwarte und einfach den ganzen Shit möchte ich euch erzählen und ich hoffe, ihr habt Bock drauf, genauso wie ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit diesem Video und ganz, ganz wichtig, Freunde, falls ihr dann ab dem Release von Black Ops 6 dann am 26. oder 27. Oktober mein erstes Video zu Black Ops 6 nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke, denn ihr wollt nichts verpassen und mich supportet ihr damit riesig. Also macht es jetzt noch. Vielen, vielen Dank dafür und Freunde, wir gehen jetzt rein, suchen eine Runde und let's go! Also Freunde, man sieht es eigentlich hier schon in der ersten Ansicht, wenn man ein Match betritt. Man hat hier die Übersicht auf die durchschnittliche Minierung, bla bla bla. Das kenne ich tatsächlich noch aus Black Ops 4. Und die Map, meine ich zu wissen, dass es diese Ansicht schon in Black Ops 2 gab. Also die haben hier tatsächlich so eine Mischung aus Black Ops 2 und Black Ops 4 tatsächlich gemacht am Anfang. Aber das gesamte Game, das ist einfach, es macht mir schon jetzt ultra viel Spaß und es hört sich jetzt dumm an, aber ich bin hier auch mit einem leichten Handicap unterwegs, weil mein normaler Controller funktioniert bei Black Ops 6 irgendwie nicht so ganz. Warum auch immer, weil bei Black Ops 3, bei MW3 ist noch alles normal und hier funktioniert dann die Sprinttaste auf einmal nicht mehr. Keine Ahnung warum, aber es ist halt leider so. Von dem her bin ich jetzt mal mit einem normalen Controller unterwegs und auch in den zwei Streams, die ich gemacht habe, war ich mit dem hier unterwegs, aber der einzige Nachteil, den ich jetzt gerade wirklich im Extrem deswegen habe, ist, dass ich das Movement jetzt nicht so ausreizen kann, wie ich es gerne hätte, weil ich das einfach nicht kann, so schnell die Knöpfe zu ändern. Das gesamte Game gefällt mir, wie gesagt, extrem. Es gibt eigentlich nichts an dem Game, was mir nicht gefällt. Die einzigen Sachen, die halt wirklich auch scheiße sind tatsächlich, ist, dass wir hier wieder SBMM drin haben. Das merke ich tatsächlich auch relativ deutlich, weil die ersten Games, die ich gezockt habe, die waren wirklich sehr, sehr gut. Da hatte ich, glaube ich, von 5 Games nur ein einziges negativ. Und von dem her, das macht es halt natürlich auch nochmal aus. Boah, Junge, wo sind denn jetzt die ganzen Gegner hin? Hilfe. Ich check grad gar nichts mehr. Jawohl! Oh mein Gott, den habe ich so abgestaubt. Was ich gerade noch sagen wollte, man merkt halt tatsächlich das SBMM, weil gerade durch meine ersten guten Anfangsrunden kam dann relativ schnell, dass die Lobbys deutlich besser wurden, deutlich ekliger vielleicht sogar. Also das war halt wirklich echt nicht geil, aber naja. SBMM, damit müssen wir uns leider Gottes, glaube ich, in aller Zukunft in Call of Duty anfreunden. Da kommen wir leider echt nicht drum rum. Und ja, da muss man einfach das Beste draus machen. Entweder man sagt, okay, ich bleibe trotzdem COD-Zocker oder man lässt es halt. Na, fuck my life. Boah, Junge, die haben gerade so ein ekliges Gameplay drin. Das ist echt geisteskrank. Ja, und dann wird mir natürlich der Kill geklaut. Ach komm, ja. Wisst ihr was, ich wechsle jetzt einfach mal die Waffe auf Just for Fun. Okay, wird dann erst gleich aktiviert. An Freund muss, das ist kein Gegner, aber das ist ein Gegner. Und ansonsten, wie gesagt, die Waffen gefallen mir extrem gut. Ich habe bis jetzt die C9 gezockt, die XM4. Dann die Palo heißt die ja, glaube ich, gleich nächste Waffe dann. Sind absolut nice Waffen. Die einzige Waffe, die ich noch nicht gezockt habe, so aktiv, ist die Sniper. Weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißt, aber die fand ich irgendwie ein bisschen komisch zu spielen. Deswegen habe ich das erstmal gelassen und mich erstmal, ich sage jetzt mal, meine Standardklassen konzentriert. Selbst eine DMR war echt gut, also zwar eine Einzelschuss, aber trotzdem Salvemunition. Also das war irgendwie eine komische Kombination. Jawohl.
Und tatsächlich muss ich auch sagen, mit der Palo hatte ich am Anfang erstmal meine Probleme. Aber tatsächlich nur durch Aufsätze. Also ich spiele die. Ich habe die jetzt auf Level, was weiß ich, 14. Und die lässt sich aber ohne Specs momentan noch deutlich einfacher spielen für mich. Ja, fuck. Hey, what the fuck? Ah ja. Jawohl! Junge, ich habe gerade schon gedacht, Alter. Okay, hat nichts gebracht, schade. Ja gut, ein Sieg. Ist nichts Spektakuläres von der KD her, aber es ist nicht schlecht. Also ich nehme hier jetzt gerade noch um 11:30 auf. Da kenne ich es aus MW3 ein bisschen anders, die Uhrzeit. Okay, alles klar. Ich komme in die Lobby rein und direkt habe ich erstmal Blut im Gesicht. Perfekt. Alles klar, Digga. Das ist übrigens so mehr oder weniger noch meine Hass-Map. Weil, also am Anfang, also sie kann schon sehr, sehr geil sein. Aber wenn halt die Lobby dementsprechend ist, kann die auch übel vercampt und verhatlitscht und alles Mögliche sein. Also im Endeffekt eigentlich alles. Nur nicht das, was Call of Duty wirklich ausmacht, blöd gesagt. Aber ich denke mal, das, ja, das wird irgendwann jede Map mal sein. Ich meine, die Map haben wir auch bei... Ui! Oh Gott. Alles klar. Oh, ja. Schade, fast der Dreifachkill. Zumindest, also mit der Pistole. Das wäre es jetzt gewesen. Also das finde ich so ein bisschen mäh tatsächlich an den Pistols hier. Weil die alle an sich nicht geil zu spielen sind. Also die, wo ich jetzt hier in der Klasse drin habe, da fehlt absolut der Trigger-Effekt. Aber sonst finde ich die Waffen eigentlich alle extrem geil. Junge, einfach Free-Kill. Alles klar. Eieiei, hallo. Servus. Was mit der so geht hier. Eieiei, schade. Fuck. Ja, gut. Ari, eieiei. Oh mein Gott. Arrivederci, Junge, diese Waffe. Es macht einfach so fucking Spaß. Oh mein Gott, ich habe sogar einen erwischt. Nee, aber ich kann eigentlich echt nichts Schlechtes sagen, außer SBMM. Junge, der Typ steht auch nur dumm da wie Falschgeld und wartet auf irgendwas, was nicht existieren wird. Ja, Junge, komm. Ei, nein. Jawohl! Ist in Ordnung. Junge, diese Waffe auf einmal geisteskrank hier. Ach, Scheißdreck, Mann. Ich spiele, als wäre ich mit einem Scuff-Controller unterwegs. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Junge, dieses Aim auch, das ist geisteskrank, was ich hier abliefer. Also an Waffen haben die scheinbar wieder einiges richtig gemacht. Nee, aber wie gesagt, also ich kann über das Spiel selber echt wenig meckern. Ich kann auch definitiv sagen, dass mir das Game deutlich mehr Spaß macht, jetzt schon, wie MW3 tatsächlich. Das Movement ist 100-mal besser, die Waffen klingen 100-mal besser. Also, wie gesagt, eigentlich ist das gesamte Game besser. Es ist wirklich besser. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, das überrascht hier keinen, der irgendwie COD verfolgt. Weil am Ende des Tages ist es wirklich so, ist das hier ein Triarch COD und kein Activision COD. Junge, sag mal, was rasieren die hier eigentlich ab? Heilige Scheiße. Die AK-47 habe ich tatsächlich noch fast gar nicht gezockt. Heilige Mutter Gottes! Aber ihr merkt, hier sind halt auch wieder richtig viele unterwegs, die auf Headlitch machen, auf irgendeine andere Art und Weise scheiß campen. Alles mögliche, Junge. Die Kills laufen schon wieder. Jawohl, Junge! Was stehen wir? 47 zu 19. Junge, das ist die beste KD in Black Ops 6. Ich habe sogar den besten Spielzug! Was? Wie geil ist das denn, Junge? Wie geil ist das denn? Ja, weil ich sie da mal kurz 4 zu 4 geholt habe. Gib ihm! Let's fucking go, Mann. Vor allem, was ich echt geil finde auch, dass man hier Top 1 bis 3 sieht, dass man hier den besten Spielzug sieht und nicht den letzten Spielzug. Weil, weißt du, bei MW3... Da war halt wirklich der letzte Spielzug das, was man gesehen hat. Aber der letzte Spielzug konnte halt alles sein.
ein Camper, ein Headlitcher, ein geiler Jump-Kill, sage ich jetzt mal. Es konnte alles sein. Und hier, mit dem besten Spielzug, kommt halt wirklich der beste Spielzug. Da kommt nichts von wegen, ja, guck mal an, wie toll der gecampt hat. Guck mal an, wie toll der gehardscoped hat. Nee, da kommt der beste Spielzug. Und so muss es auch sein. Und ja, Freunde, mehr habe ich zu Black Ops 6 eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich freue mich wirklich echt sehr auf das dann fertige Game am 25. Oktober. Mein erstes Video gibt es dann am 26. oder 27. Oktober. Das muss ich dann sehen, wie es aussieht. Und ansonsten bin ich halt gespannt, was noch kommt. Operator, Waffen, Tarnungen zu den Waffen. Was sind das dann für Aufgaben für die Waffentarnungen? Weil bei MW3 sind sie ja vergleichsweise eigentlich relativ einfach. Vor allem für die MPs. Ja, werden wir alles sehen. Battle Pass soll es ja angeblich auch geben. Was ich davon halten soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, weil das finde ich ist eher so eine Activision-Sache. Ich meine, bei Black Ops 4 gab es ja auch so eine Art Battle Pass, aber da war es halt so ein fortlaufender Pass, wo man halt nacheinander die Sachen freigeschaltet hat. Und bei den aktuellen Battle Pass ist es halt so, du kannst dir mehr oder weniger selber raussuchen, was du dir jetzt freischaltest. Ist halt so eine Sache. Grafik brauchen wir gar nicht drüber quatschen, die ist Bombe, aber in dem Fall hat Striker hinbekommen, Grafik plus Spielphysik ist geil, also meiner Meinung nach zumindest, und das ist hier nur die Beta-Variante, von dem her, das hoffentlich am Ende geile, fertige Game kann nur geil werden. Und Freunde, ich würde sagen, das war's vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen fetten Like da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt auch sehr gerne mal weiteres Feedback zu Black Ops 6 und zum Video in die Kommentare. Was haltet ihr von der Black Ops 6 Beta? Was haltet ihr vom Game etc. pp? Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao, ciao.